Und wir schauen jetzt auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut seit gestern 1608 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 656 mehr als am vergangenen Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist den 10. Tag in Folge gestiegen, jetzt von 8,6 auf 9,4. Zudem hat das RKI 22 weitere Todesfälle registriert. Insgesamt wurden hierzulande fast 85 Millionen Impfdosen verabreicht.